Ja, herzlich willkommen zum heutigen Infowebinar über Wings X, Nachfolger von Wings 7 aus der Wings Platinum Familie. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch heute da sind. Im Prinzip hat das Webinar heute zwei Aufgaben. Erstens einmal, die Leute, die es noch nicht kennen, sollen einfach einmal die wichtigsten Funktionen kennenlernen. Und die Leute, die schon kennen, denen werden wir nur ein paar Funktionen zeigen, die jetzt ganz aktuell sind. Das Webinar wird uns der Bernhard präsentieren und ich würde den Bernhard gerne mal bitten. Bernhard, gibst du den Bildschirm frei? Ja, das einmal von meiner Seite. Hallo in die Runde. Ich freue mich, Hallo. dass so viel mit dabei sind. Gleich vorweg, das wird eine spannende Runde, weil das eine bunte Mischung ist. Ich freue mich, dass ich da viele bekannte Gesichter wieder sehe. Einige habe ich in letzter Zeit bei Seminaren gesehen, einige schon sehr lange nicht mehr. Das macht jetzt die Herausforderung auch groß, weil da jetzt doch viele in der Runde sind, die, glaube ich, noch gar nicht mit Wings X gearbeitet haben. Während andere dabei sind, die bei mir jetzt schon auf einem Wings X Update Seminar waren. Das heißt, wir werden das jetzt einmal so machen, so wie es der Carla gesagt hat, so war es auch geplant, dass ich jetzt ganz kurz einmal das Wings X vorstelle, so ähnlich wie ich das bei der Foto-Adventure gemacht habe. Also rund eine halbe Stunde, vielleicht eine Spur länger, aber so in etwa. Und dann im Anschluss werden wir schauen, was vielleicht für die, die mit Wings X schon gearbeitet haben, noch Interessantes dabei ist an neuen Funktionen oder neuen Möglichkeiten, was er da in letzter Zeit getan hat. Es hat im Jänner auch ein internes Meeting gegeben, wo einiges besprochen worden ist, wie es mit Wings X weitergeht. Da muss ich dazu sagen, da war ich nicht dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade in Afrika, in Benin unterwegs war. Aber der Füssi, der Karl, war da mit dabei und wenn es da Fragen gibt, kann der Karl sicher was ganz Aktuelles berichten. Ich Das würde euch wäre gerne. sowieso bitten, nachdem wir eine relativ große Runde sind, schreibt Fragen in den Chat rein und ich werde dem Bernhard das dann bei Gelegenheit gleich sagen. Und wir haben auch zum Schluss noch eine Frage-Antwort-Runde, haben uns auch noch Zeit reserviert. Gut, dann werde ich mal meinen Bildschirm mit dem Wings X freigeben. Darf nicht vergessen, Ton freigeben. So, sollte jetzt schon für alle sichtbar sein. Das neue Wings X, es hat sich ja einiges auch getan. Seit der Foto-Adventure schaut die Oberfläche schon ein bisschen anders aus. Wenn Sie das Wings X startet, habt ihr ja dieses Pop-up und diesen Hintergrund. Vorweg, wie gesagt, es sind ein paar dabei, die, glaube ich, noch nicht mit den Wings gearbeitet haben. Für die, kurz gesagt, Wings ist eine Software, mit der man Bilder, Fotos, Videos mischen kann, präsentieren kann, live präsentieren kann. Ich habe Speaker Support, damit ich vor Publikum sprechen kann. Ich kann aber genauso Videos draus machen in voller Qualität, in 4K-Qualität, wenn ich will, oder Videos, die ich ins Internet hochlade. Der Schwerpunkt oder die Qualität des Wings liegt immer in der Bild- und Ausgabequalität. Das heißt, optimale Bild- und Foto- und Videoqualität ist das, worum es im Wings geht. Zu den alten Wings-Versionen hat sich ein bisschen was verändert. Es ist viel entschlackt worden, es ist viel weggeschmissen worden, was eher Ballast war, was vielleicht nicht unbedingt notwendig war. Das merkt man gleich bei dem ersten Pop-up. Wenn man das Wings startet, kann man ein neues Projekt anlegen. Da gibt es nicht mehr so viele Menüs zum Durchklicken wie früher, sondern da gibt es eigentlich nur mehr die Basics, das, was man wirklich braucht. Ich kann hier entscheiden, mit welchem Seitenverhältnis ich präsentieren will. Ich kann hier entscheiden, mit welcher Ausgabegröße ich das Projekt erstellen will. Wichtig ist, dass ich halt weiß, mit welchem Gerät möchte ich präsentieren, mit welchem Beamer, mit welchem Fernseher. Allerdings muss man dazu sagen, alles, was ich hier einstelle, das ist so, wie es früher auch schon immer war, kann ich jederzeit verändern und jederzeit auch anpassen. Was sich dann noch ein bisschen verändert hat, ich kann direkt in diesem ersten Pop-up zum Beispiel ein Projekt öffnen. Also ich muss das nicht mehr schließen und dann übers Menü aufmachen wie früher, sondern ich kann das gleich direkt hier machen. Ich kann hier letzte Projekte aufrufen und theoretisch, wenn ich sehr viele Projekte habe, könnte ich auch Favoriten ablegen, dass ich die sehr schnell starten kann und sehr schnell finde.
So. Ich erstelle jetzt das erste Projekt und gleich auf den ersten Blick hat sich da auf der Oberfläche ein wenig was verändert. Wie früher habe ich hier unten die Media Pool und die Timeline und seit dem vorletzten Update gibt es hier das sogenannte Storyboard, auf dem ich meine Medien später sortieren kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wer das alle verwendet. Ich weiß einige, die das sehr gern verwenden werden, andere, da muss ich gestehen, auch dazu, wenn das eher weniger verwenden. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich werde es jetzt für das erste Mal da entfernen und später wieder hinzufügen. Ich entferne es jetzt einmal, damit die Oberfläche ein bisschen übersichtlicher ist. Etwas, was sich ganz wesentlich verändert hat, ist der Dateibrowser. Das ist die Art, wie ich Medien, Fotos, Videos und so weiter in mein Projekt bekomme. Ich kann das so wie früher auch bei Drag and Drop machen, dass ich aus dem Windows Explorer einfach in mein Projekt reinziehe. Das geht nach wie vor. Ich habe aber hier im Dateibrowser die Möglichkeit, das direkt im Wings zu machen und sehr übersichtlich zu machen. Da stehen mir ein paar Buttons zur Verfügung. Bei diesem ersten Button da im Dateibrowser werden alle Medien angezeigt. Ich kann aber dann sagen, zum Beispiel, ich möchte nur die Audio-Files, nur die Bilder oder nur die Videos sehen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich ein bisschen einen Kuddelmuddel auf meinem Rechner habe und ich habe am Rechner einen Ordner, wo Dateien gemischt sind, also wo vielleicht Tonfiles drinnen sind, Videofiles, Fotos und das alles kunterbunt durcheinander. Dann werden im Dateibrowser, wenn ich das jeweilige Symbol angeklickt habe, nur die jeweiligen Daten gezeigt. Mit einem rechten Mausklick kann ich hier zum Beispiel Favoriten ablegen. Ich habe da schon Favoriten hinterlegt, jetzt den Winx-Kurs. Das sind zum Beispiel Bilder drinnen. Und wenn ich auf diesen Ordner klicke, werden auch nur die Bilder angezeigt. Ich habe dann hier eine Listendarstellung. Wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, wird die jeweilige Datei in meinem Vorschaufenster rechts unten angezeigt. Ich kann ein Objekt ganz einfach nehmen, auf die Timeline ziehen, dann wird es in meinen Media Pool eingefügt. Was man sofort sieht, ist, dass diese Datei im Dateibrowser ausgegraut wird. Das heißt, wenn ich in so einen Ordner reinkomme und ich sehe, da ist eine graue Datei dabei, dann weiß ich, die ist in diesem Projekt schon verwendet. Ich kann natürlich auch ganze Ordner reinziehen oder Ordner markieren und die jetzt zum Beispiel hier auf Bilder draufziehen. Dann wird diese ganze Ordnerstruktur übernommen. Wichtig ist, wie immer, es werden nur die Links gespeichert. Das heißt, wenn ich da im Winx die Dateien zwischen den Ordnern hin und her schiebe, hat das keinen Einfluss drauf, wo sie auf meiner Festplatte sind. Umgekehrt natürlich ganz genauso. Das heißt, da sind die Links hinterlegt. Wie immer und wie wir es gewohnt sind, gibt es hier ein Leuchtpult mit der Steuerungstaste und dem Mausrad. Kann ich die Darstellung genauer und grober machen. Das ist halt immer ein bisschen ein Kompromiss zwischen möglichst viele Bilder sehen und auch doch noch genug, die Bilder auch groß genug dargestellt zu haben, dass ich auch erkenne, worum es geht. Diese Bilder, ich kann einzeln oder mehrere Bilder dann auf meine Timeline ziehen. Bei der Timeline hat sich ganz Massives verändert. Früher hatten wir da ein Symbol drinnen für den Spurtyp. Es gab viele verschiedene Spurtypen, Audiospuren, es gab Videospuren, es gab Bildspuren, Markerspuren für Pausemarker und so weiter. Das gibt es alles nicht mehr. Es gibt nur mehr einen einzigen Spurtyp. Ging es im ersten Moment kompliziert, haben wir am Anfang auch gedacht. Es ist aber ein echter Mehrwert. Generell muss ich sagen, ich war am Anfang, wie das Winx X gekommen ist, sehr skeptisch, wie immer so mit Neuerungen. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Was dann braucht man das wirklich? Ist es notwendig, was sich da alles so verändert hat? Und mittlerweile muss ich echt sagen, ja, es ist notwendig. Es hat sich sehr viel getan und ich liebe diese Neuerungen und die machen das Arbeiten wirklich fein mit dem Winx X. Hat viele Vorteile den alten Versionen gegenüber. Manches ist eben gewöhnungsbedürftig, wie dass es keinen Spurtypen mehr gibt. Aber ihr werdet beim Arbeiten dann feststellen, sehr bald, dass das sehr praktikabel ist. Wie gehabt ist es so, dass das Bild unten eine Infozeile hat, wo die wichtigsten Infos drinnen stehen, also die Standzeit zum Beispiel und der Name der Datei. Ich kann es am Anfang und am Ende länger machen und kürzer machen.
so verändere ich die Standzeit. Oben habe ich ein Kurvenband, ist das Kurvenband ganz oben, wird das Bild voll eingeblendet. So, ich blende jetzt da noch ein Screen dazu. So. Wie unterscheiden sich jetzt dann Bildbahn und Tonbahn und das Videobahn? Eins nach dem anderen kommt gleich, ja? Entschuldigung. So, nach wie vor gibt es die Werkzeuge, die mir da helfen bei den Überblendungen. Da hat sich ein bisschen was verändert, wer mit Shortcuts gearbeitet hat. Da sind die Shortcuts angepasst worden, an andere Programme modernisiert wurden. Also zum Beispiel, dass man die eine Ausblendung länger macht, dass es jetzt mit gedrückter Shift-Taste möglich, geht natürlich auf beide Seiten. Was sich verändert hat, ist, dass hier so ein roter Punkt zu finden ist. Mit diesem Punkt kann ich die Kurve gleich ziehen, wenn man draufgekommen ist. Meistens hat man so Kurvenbänder. Das ist das Häufigste, was man braucht. Ich kann aber mit der rechten Maustaste draufklicken und zum Beispiel sagen, ich hätte da so eine S-Kurve und ich kann sogar sagen, mit der rechten Maustaste soll die flach sein oder soll die steiler sein. Und das ist mit wenigen Klicks erledigt. Und genauso wie früher kann ich bei rechten Mausklick die Kurve in den Pool kopieren und dann wird sie im Media Pool unter Kurven abgelegt und ich kann es auf andere Bilder oder Videos draufziehen. Überblenden geht so, wie es bis jetzt auch war. Ich habe sehr viel mit zwei Spuren gearbeitet. Das obere Bild überdeckt es. Druntere. Man kann das aber auch auf einer Spur machen. Da gibt es verschiedene Einstellungen. Ich kann das zum Beispiel so einstellen, dass die Überblendung einrastet und je weiter ich das Bild reinziehe, umso länger wird die Überblendung. Ich kann ich dann diese Überblendung hin und her schieben. Ich kann auch da dann mit der Shift-Taste die Ein- und Ausblendung länger und kürzer machen, ohne dass ich die zwei Objekte bewegen muss. Wenn ich dieses Werkzeug ausschalte und dann schiebe ein Bild ins andere rein, dann rastet diese Überblendung nicht ein und ich kann die beliebig weit drüber ziehen. Wobei so ist es das zweite Bild, das erste überdeckt. Das heißt, hier ist die Einblendung und ab diesem Zeitpunkt ist im Hintergrund so das andere Bild noch da, wird aber von dem zweiten überdeckt. Was sich massiv verändert hat, ist die Möglichkeit des In-Screen-Editings, das ist viel, viel einfacher geworden. Ich habe, wenn ich ein Bild angeklickt habe, jetzt klicke ich mal ganz bewusst daneben, dann habe ich den ganz normalen Screen. Wenn ich ein Bild angeklickt habe, dann bekomme ich hier vier Buttons. Und egal, wo ich jetzt in den Screen reinklicke, ich kann immer nur mit diesem einen Bild arbeiten. Früher hat es da den Befehl gegeben mit fixiertes Screen-Editing und so, das spare ich mal auf diese Art und Weise alles. Die Zuhörer alle ausschalten? Die schalten jetzt gleich mal alle aus. Mhm. Wie kann ich jetzt dieses Bild bewegen, beziehungsweise den Bilderschnitt verändern? Weil solange ich jetzt hier arbeite, verändere ich nur den Bilderschnitt, wie ihr gleich sehen werdet. Ich kann das Bild überall nehmen und hin und her schieben. Das wäre die Positionsfunktion. Ich kann, wenn ich zoomen will. Bernhard, du musst dich schon laut schalten. Ich habe jetzt alle Stück geschaltet, gell? Ja, so, hört man mich wieder? Okay. Passt. Ja, hört dich wieder. Wenn ich auf den Zoom-Button gehe, kann ich ihn durch raufziehen mit gedrückter Maustaste reinzoomen in das Bild, nach unten ziehen, kleiner machen. Bei dieser XY-Rotation kann ich drehen und hier kann ich in alle Richtungen, also dreidimensional schwenken und hier kann ich links, rechts drehen. Damit kann es nicht mehr passieren, was früher auch passiert ist, dass man da irrtümlich zum Beispiel diesen gelben Punkt erwischt hat und ich habe das Bild gedreht. Das kennt ihr bestimmt. Das ist mir auch immer wieder mal passiert. Und was jetzt cool ist, ich habe bei jedem dieser Button rechts daneben noch so ein kleines Feld und wenn ich da draufklicke, wird diese Funktion zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich bei der XY-Rotation draufklicke, wird nur dieser Teil zurückgesetzt. Oder hier, oder jetzt dazu und dort die Position. Das heißt, ich kann jeden dieser einzelnen Funktionen zurücksetzen. Und alles, was ich hier einstelle, ist automatisch konstant für das Objekt. Das heißt, ich ändere hier immer den Bilderschnitt. Weil das ist eigentlich auch fast das, was man am häufigsten braucht, dass man den Horizont anpasst, dass man den Ausschnitt verändert. Und deswegen ist alles konstant und das macht das Arbeiten damit wesentlich smarter. Komme ich drauf, ich brauche doch eine Bewegung.
dann funktioniert es so, dass ich das Bild anklicke und dann hier statt Dateibrowser Eigenschaften auswähle. Dann bin ich in den Eigenschaften von dem Bild und jetzt kann ich unter Steuerspuren zum Beispiel die Position aktivieren. Jetzt gibt es eine Steuerspur nur für die Position und für den Zoom. Und da ist im Moment ein Knotenpunkt drauf und solange nur ein Knotenpunkt drauf ist, ist das immer konstant. Ich stelle den Locator ans Ende, stelle eine andere Position oder einen anderen Zoom-Faktor ein. Jetzt gibt es einen zweiten Knotenpunkt und jetzt ist die Bewegung genau zwischen diesen beiden Knotenpunkten. Und man muss nichts mehr ins Ende oder den Anfang kopieren, sondern immer nur zwischen diesen beiden Knotenpunkten. Mache ich dazwischen an. So, muss ich wieder daherklicken, damit die Buttons kommen. Und dann ist das wie ein normaler und dann wird die Bewegung opfern von Punkt zu Punkt. Wenn ich jetzt einen Punkt lösche, gibt es wieder nur zwei, damit ist der zweite der Endpunkt. Lösche ich den zwei an von den beiden, dann ist es wieder konstant und es ist keine Bewegung. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr simpel und sehr einfach geworden. Und wenn ich jetzt drauf komme, ich brauche zusätzlich eine Rotation, dann ist da genau dasselbe. Solange es nur einen Knotenpunkt gibt, ist die konstant für das ganze Objekt. Das heißt, ich kann dazu und Drehung komplett getrennt voneinander bearbeiten. So, jetzt habe ich da zum Beispiel einen Zoom, aber konstante Drehung. Ich kann aber jetzt sagen, natürlich, ich hätte da gern stattdessen auch die Drehung als Bewegung. So, das war jetzt der falsche. Kann ich zurücksetzen. Ich möchte diesen hier. Und jetzt habe ich da einen Zoom und dann da zusätzlich noch eine Drehung. Und je nachdem, wo ich die Punkte halt hinschiebe, ist die Bewegung langsamer oder schneller oder wie auch immer. Das heißt, ich bin da sehr flexibel und sehr schnell mit dem Erstellen meiner Kamerafahrten und meiner animierten Bilder. Am Anfang ein bisschen ungewohnt, dann geht es aber sehr schnell. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, was sich verändert hat. Ihr kennt es bestimmt von früher, dass man die Datei mit dem rechten Mausklick anklicken konnte und da konnte man rechts abschneiden, links abschneiden, kopieren und so weiter. Das gibt es auch alles noch. Nur, das passiert mir auch immer noch hin und wieder, nicht indem ich da irgendwo in das Bild reinklicke, sondern ich muss genau auf diese Infozeile klicken und dann kommt diese Funktion. Gut. So, das waren so im Schnelldurchlauf quasi die Kamerafahrten und Bewegungen und den Bildausschnitt anpassen. Was brauche ich noch mal in meinem Projekt? Ich wechsle in den Dateibrowser, jetzt brauche ich Soundfiles. Die habe ich da zum Beispiel in meinem WinX-Kurs, da habe ich genauso Musik. Auch da kann ich es wieder so machen, dass ich Audio anklicke, dann ziehe ich die Musik da drauf und dann werden die Files in dem Ordner übernommen. Und was ihr da auch schon seht, so jetzt mache ich den Screen wieder ein wenig kleiner, rechter Mausklick zurücksetzen, wieder in Seitenverhältnis gebracht. Ich sehe an den Ordnern gleich, wie viele Dateien in dem jeweiligen Ordner drinnen sind. Auch das ist ganz, ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie haben schon oft gehabt, so Projekte mit vielen, vielen Ordnern und dann irgendwann einmal passiert, dass es Ordner gegeben hat, wo gar keine Dateien mehr drinnen waren. Das würde ich jetzt auf den ersten Blick sehen und dann weiß ich, okay, der Ordner ist leer, den kann ich entfernen. Das ist ganz, ganz geschickt. So, diese Dateien kann ich unten im MediaPool vorhören, wenn ich das möchte. Da gibt es jetzt einen richtigen Player. Konnte man ja früher auch schon, aber jetzt ist es in Form von einem richtigen Player. Ich kann dann diese Datei aber nehmen und ganz einfach auf die Timeline ziehen, in egal was für eine Spur. Ich meine, bei der Tonspur oder beim Ton macht es schon Sinn, wenn ich quasi eine Spur belege, wo meine Musikfiles draufgebe. Also man könnte rein theoretisch da die Spur auch einfärben und benamsen und dann weiß ich, auf die Spur lege ich alle meine Tonfiles. Das kann schon einen Sinn machen. Die Darstellung ist jetzt Stereokanal. Es werden beide Kanäle dargestellt. Wie weit man das jetzt wirklich braucht, in Spezialfunktionen sicher, so im Alltag beim Schneiden nicht unbedingt. Den Rest kennen wir. Ich kann diese Datei, wenn ich unten draufklicke, rechts abschneiden, kann das Kurvenband den Fade-Out relativ schnell programmieren und so meine Musik auf der Timeline platzieren. Es gibt auch wie im alten Wings eine Audio-Ducking-Funktion. Audio-Ducking heißt, dass ich die
Lautstärke während meiner Präsentation absenke, damit ich dazu sprechen kann. Dazu muss man einen Trigger erstellen. Da unten gibt es die Registerkarte Trigger im Mediapool und da sage ich rechter Mausklick Trigger hinzufügen. Und dieser Trigger ist in dem Fall, einstellen kann ich das in den Eigenschaften, ein Audio-Trigger, also ich möchte etwas mit dem Ton steuern und sage, ich möchte das Standard-Ducking verwenden und das zum Beispiel mit der F1-Taste. Und wenn ich jetzt die Präsentation abspiele, so, mal schauen, ob das da jetzt funktioniert. Mit der F1-Taste geht der Pegel runter. Das kann man in den Optionen definieren, wie weit das sein soll. Mit noch einmal ein Drücken von der F1-Taste geht der Pegel runter. Und damit bin ich völlig flexibel im Freisprechen, ohne dass ich unbedingt Pausemarker setzen muss. Außerdem bleibe ich im Takt. Natürlich kann ich auch Audio-Loops und so weiter machen. Aber da habe ich das Problem, wenn dann die Musik noch weitergeht, dass ich ja nie wieder in einer Taktung drinnen bin. Komme ich übrigens drauf, dass ich Fehler gemacht habe in meiner Programmierung. Auch was komplett Neues ist da unten das Protokoll. In dem Protokoll kann ich jederzeit Schritte zurückgehen, beliebig viele. Ihr seht, das ist eine Liste, wie wir es aus dem Photoshop kennen. Das heißt, das ist etwas, was dem alten Wings gefehlt hat mit der Steuerung Z-Taste. Den Sie auch bestimmt, ist immer wieder mal passiert, dass das Wings abgestürzt ist. Das kann da jetzt eigentlich nicht passieren und ist bis jetzt bei mir auch nicht passiert. Ich will es jetzt nicht verschreien. Jetzt soll das Projekt einmal speichern. Speichern unter Wings X Simulation. Zack, so, dann habe ich es einmal gespeichert zwischendurch. Das wird gerade ein bisschen blöd überdeckt. So, weil ich gerade Protokoll erwähnt habe, es gibt noch eine andere Funktion. Es gab ja immer schon die Autosave-Dateien, aber da gab es ja maximal 10 Sicherungen. Und die waren immer irgendwo in dem Programmpfad. Sehen Sie im Moment bei mir auch noch. Warum? Weil ich das Projekt erst jetzt abgespeichert habe und noch keine Sicherungsdateien im Projektordner erstellt worden sind. Aber wenn ich jetzt auf den Projektordner gehe, das ist jetzt der Wings X-Kurs, wenn ich da reingehe, sehe ich, dass es da schon Autosave-Dateien gibt. Es ist nämlich jetzt so, dass in meinem Projektordner neben der Wings-Projektdatei ein Autosave-Ordner erstellt wird und da wird jetzt dann alle 10 Minuten eine neue Sicherungsdatei abgelegt, und zwar beliebig viele. Das heißt, diese Autosave-Funktion ist projektbezogen und es wird nicht noch 10 Speicherungen wieder von vorne angefangen überschrieben, sondern es geht da nämlich mit Datum und Uhrzeit unendlich weiter. Das ist ein echter Mehrwert. So, was brauchen wir noch in unserem Projekt? Wir brauchen Videos. Das heißt, ich gehe hier auf die Registerkarte Video. Schauen wir, ob ich da schon einen Favoriten hinterlegt habe. Das habe ich schon gemacht. Ziehe ich ein Video. Kann es gleich direkt da auf die Timeline ziehen. Und was auch bei allen Objekten in meinem Mediapool sofort sichtlich ist, wie oft es verwendet worden ist. Jetzt sieht es jetzt ein zweites Mal drauf und sofort sieht man da auch in der Leuchtpult-Darstellung, diese Datei ist zweimal verwendet. Wenn ich auf Madagaskar gehe, okay, da ist noch nichts verwendet. Da steht jetzt einmal, jetzt ist jetzt nur mal drauf, sofort steht zweimal da. Was sich auch verändert hat, ist die Art der Anzeige. Also da steht jetzt sofort Objekt einfügen. Das Ganze ist, wenn ich es da reinziehe. Es kommt aber auch eine Fehlermeldung, wenn ich es nicht reinziehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da das Video in den Bilderordner ziehen will, steht sofort da ganz deutlich ersichtbar, dass es keine Bilddatei ist. Das heißt, diese Infos, warum was nicht funktioniert oder was jetzt eigentlich gerade passiert oder was ich mache von Wings, ist dann viel klarer und eindeutiger, als das früher war. So. Bei dem Video selbst, da hat sich einiges verändert. Ich mache jetzt diese Spur ein bisschen größer, damit man das besser sieht. In dem Video gibt es jetzt den Bereich des Videos.
mit einem Kurvenband für die Ein- und Ausblendung, genauso wie das bei Bildern auch der Fall ist. Auch das kann ich beliebig steuern. Und drunter ist der Ton direkt eingebettet. Und da gibt es ein zweites Kurvenband. Und dieses Kurvenband betrifft die Lautstärke. Das heißt, das kann ich unabhängig voneinander machen. Was ich mir aber spare, ist dieses Synchronisieren. Früher habe ich ja immer den Befehl gehabt, Spezialfunktionen, also rechter Mausklick, Spezialfunktionen, Inhalt ausrichten. Das spare ich mir jetzt, weil das ist ganz automatisch synchron. Wenn ich dann drauf komme, okay, ich brauche aber zum Beispiel nur das Video, weil der Ton rauscht zu viel, ich habe das irgendwo vor Ort aufgenommen, da ist so viel Wind drinnen, da sind so viele Störgeräusche, na gut, dann ist das kein Problem. Dann wechsle ich hier die Eigenschaften und sage zum Beispiel bei der Wiedergabe, okay, ich möchte nur das Video. Es geht aber auch so, dass ich sage, ich möchte nur den Tonvideo geben. Oder ich möchte in beides, dann wähle ich hier Video und Ton aus. Das heißt, ich habe da völlige Freiheit und spare mir das Synchronisieren, weil es automatisch synchron ist. Eine große Erleichterung. Ansonsten sollten eigentlich alle gängigen Videoformate gehen. Und was sich massiv verändert hat, früher hat man ja Grafikdaten erstellen lassen müssen. Und wenn ich dafür 4K-Videos importiert habe, dann hat das ja doch unter Umständen sehr, sehr lang gedauert, je nachdem, wie schnell halt mein Rechner war und wie groß die Videos sind. Aber wenn man Pech gehabt hat und man hat da viele Videos importiert, GoPro-Videos, die vielleicht länger sind und so, dann ist man gleich mal eine Stunde gesessen und hat darauf gewartet, dass die Videos gerechnet werden. Das ist nicht mehr so, weil diese ganze Grafikdatenerstellung anders funktioniert. Das geht jetzt eigentlich innerhalb weniger Sekunden und die Videos und die Fotos stehen zur Verfügung. Das dauert alles gar nicht mehr lang. Das ist alles extremst kurz geworden. Und da ist das Wings X ein echter Mehrwert zu seinen Vorgängern. Was sich auch verändert hat bei vielen Dingen, sind diese Schieberegler. Die haben sich sehr bewährt. Da kann man den Tonpegel anpassen. Das gibt es aber bei ganz vielen anderen Funktionen, bei Schriftgröße und so weiter auch. Gibt es überall diese Schieberegler, womit man sehr schnell und sehr smart arbeiten kann. Textobjekte gibt es natürlich auch noch. Also ich kann jetzt ein neues Textobjekt einfügen und dann kann ich hier in den Eigenschaften, also das ist jetzt alles immer hier auf der linken Seite unter dem Eigenschaftsfenster, einen Text reinschreiben. Jetzt schreibe ich da zum Beispiel Madagaskar. Dann brauche ich halt irgendein Bild im Hintergrund. Weil da, ja gut, das ist jetzt zwar Mongolei an der Madagaskar, aber es ist ja egal. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Text. Es hört noch schnell aus, damit das Mongolei. Kann hier die Schriftart auswählen und ob ich es kursiv oder wie groß ich das Ganze schreiben will. Ich kann es natürlich wie immer zentrieren und weiter gestalten. Es wird immer in der Schrift angezeigt, die als Standardschrift eingestellt ist. In den Optionen, das die Optionen, die Eigenschaften sind hier unter dem Zahnrad versteckt. Da gibt es jetzt eine eigene Registerkarte für die Schriften. Und wenn ich da einen Doppelklick auf irgendeine Schrift mache, dann ist ab diesem Zeitpunkt diese Schrift die Standardschrift und sie wird mit einem Herz versehen. Und in dem Moment hat sich dann auch hier die Schrift verändert. Und weil ich keine fixe Schrift eingestellt habe, sondern gesagt habe Standardschrift, in dem Moment wird auch diese Schrift hier angepasst. Mit einem weiteren Klick da drauf kann ich die Schrift auch wieder entfernen als Standardschrift. Die kann man dann ein paar Schriften aussuchen und alle Schriften, wo Hackerl dabei sind, die werden dann später im Eigenschaftsfenster angezeigt unter den Schriften. Jetzt sind nur mehr die da, die einen Hackerl haben. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Wenn ich weiß, ich habe 5, 6 Schriften, mit denen ich regelmäßig arbeite, dann wähle ich diese Schriften in den Optionen aus und dann habe ich nicht immer alle Schriften sichtbar, sondern nur die paar, die für mich in Frage kommen. Das macht das Ganze auch ein bisschen einfacher vom Arbeiten. So, und da gibt es jetzt wieder diese Schieberegler und ich kann das relativ leicht anpassen. Jetzt schauen wir mal, was wir da für Schriften jetzt haben. Ich habe da jetzt irgendwas genommen. Das sind alles sehr spezielle Schriften gerade. Im Land der Adler. Jetzt schauen wir mal, ob da überhaupt der Umlaut angeht. Ja, geht. Im Land der Adlerjäger. So. Früher
Habe ich für, wenn ich eine größere und eine kleinere Schrift wollte, immer extra Textfile gebraucht. Das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Ich kann jetzt noch nicht wie im Word was markieren und sagen, okay, nur der Teil soll größer oder kleiner geschrieben sein. Aber ich kann hier zum Beispiel einen Hashtag setzen mit einem Abstand und dann ist es als ganz große Überschrift diese Zeile eingeblendet. Mit zwei Hashtags ein bisschen kleinere, mit drei nur ein bisschen kleiner und so weiter und so fort. Aber ich kann so relativ geschickt schon Überschrift und Unterschrift nehmen, ohne dass ich ein zweites Textfeld brauche. Rein theoretisch kann ich mir dann einzelne Wörter rausnehmen und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel da das Adlerjäger noch hervorheben, wobei das genau bei dem jetzt wahrscheinlich nicht geht. Ja, das habe ich mir gedacht, weil das geht nur mit Schriften, die das erkennen und die Schrift kann das nicht. Deswegen gehe ich wieder auf die Schriften und jetzt tue ich das zurücksetzen, Auswahl zurücksetzen. So, mache ich das wieder zu. So, und jetzt kann ich da, wir haben wieder alle Schriften zur Verfügung, jetzt nehmen wir zum Beispiel die Areal und jetzt sieht man, was mit dem Sterndal passiert. Alles, was zwischen den zwei Sterndal ist, wird kursiv geschrieben. Mache ich zwei Sterndal, so Sterndal wollte ich machen, da wird es ein Anführungszeichen gemacht, so, wird es fett geschrieben und drei Sterndal waren dann kursiv und fett. Also so kann ich ein wenig in meinem Projekt gestalten, ohne dass ich für alles dann gleich eigene Textobjekte brauche. Die Textobjekte können natürlich wie alles andere auch bewegen. Ich kann die rauf und runter fahren mit gedrückter V-Taste für Vertikal- oder Shift-Taste. Kann ich sagen, okay, jetzt habe ich es ganz aus dem Bild rausgeschoben, aber ich möchte es durchlaufen lassen. Deswegen wechsle ich in den Eigenschaften zu den Steuerspuren. Ich kann die Spur für Position und Bewegung aktivieren. So, und jetzt steht ein Paket da ans Ende und mit gedrückter V-Taste oder Shift-Taste schiebe es nach oben und jetzt ist zwischen diesen beiden Punkten eine Bewegung und jetzt fährt der Text durch. Also ich kann, genauso wie ich meine Bilder oder meine Videos animiere, kann ich das auch mit Textobjekten machen. Gut, was gibt es noch? Es gibt Echtzeiteffekte und da hat sich auch ein bisschen was verändert bei den Echtzeiteffekten. Da gibt es eigene Registerkarte hier. Und ich nehme jetzt einfach einmal den Effekt Rahmen und ziehe dann auf ein Bild drauf. Und da kommt sofort der Hinweis, Effekt wird zugewiesen. So, jetzt mache ich das Bild dann ein bisschen kleiner. So, auf diese Art und Weise kann man sehr schön kleinere Bilder einblenden. Wenn ich die Effekte bearbeiten will, dann mache ich das jetzt in den Eigenschaften von dem Bild, weil da gibt es dann einen Unterpunkt Effekte, wo man sieht, welche Effekte dem Objekt zugewiesen sind und da könnte ich jetzt Farbe und Rahmenstärke und so weiter verändern. Was ich jetzt aber noch machen kann, ist, dass ich diese Effekte miteinander kombinieren kann. Das ging früher so nicht. Aber mit gedrückter Steuerungstaste kann ich jetzt, da kommt auch sofort der Hinweiseffekt hinzufügen. Jetzt wird der Effekt hinzugefügt und jetzt habe ich einen Rahmen und einen Schatten auf dem Bild. Das wäre früher zum Beispiel mit dem Link 7 nicht gegangen. Und jetzt in den Eigenschaften von dem Bild kann ich ja da wieder die Eigenschaften von diesem Schatteneffekt verändern. Schatten größer, kleiner und so weiter machen. Wie immer ich das haben möchte. Ja, natürlich diese Effekte wie Alpha-Vibe, diese Überblendeffekte und sowas. Oder mittlerweile gibt es auch einen sehr schönen Weichzeichner-Effekt, den Gaussian Weichzeichner. Das gibt es jetzt auch alles wieder. Da wird da sicher das eine oder andere noch zukommen, aber die wichtigsten Sachen bei den Effekten gibt es mittlerweile. So, ja, Bildfelder ist vielleicht noch ein Thema mit gedrückter P-Taste, das kennen wir auch schon. P für Pan kann ich da die Ansicht größer und kleiner machen. Jetzt klicke ich mal auf das Bild da drauf und dann wird auch die strichlierte Linie sichtbar. Da sieht man, dass das Bild oben und runter drüber steht, warum, das sind 3:2 Bilder, 16:9 Screen und die sind automatisch so eingefügt worden, dass sie den Screen ausfüllen. Das ist so, weil ich das in den Optionen so eingestellt habe. Ich wechsle jetzt auf den Optionen oder den ganz normalen Einstellungen und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Das ist die einfachste Darstellung, da sind mehr Funktionen freigeschalten und bei der letzten sind alle Funktionen freigeschalten.
Ich kann theoretisch Favoriten ablegen. Das macht einen Sinn, zum Beispiel bei der Standzeit, wenn ich die ständig hin und her schalten will. Also das ist die Standzeit, die automatisch hinterlegt ist, wenn ich Bilder drauf ziehe. Dann kann ich die sehr schnell umstellen, weil ich das hinter den Favoriten hinterlegt habe. Und wenn ich hier drauf klicke, werden mir alle Funktionen auch gezeigt, die nicht mehr die Grund-, die Standardeinstellung haben. Das heißt, da kann ich sehr schnell schauen, was ist verändert worden. In den zweiten Sätzen ist es jetzt sehr unübersichtlich. Da sind schon viele Kastel offen. Jetzt klicke ich da drauf, da werden alle zugemacht. Klicke ich hier drauf, werden alle aufgemacht. Also das sind sehr, sehr sinnvolle Buttons, die das Arbeiten beschleunigen. Jetzt gehe ich da... Jetzt muss ich kurz überlegen, das muss im Screen drinnen sein, genau, Registerkarte Screen. Und da ist hinterlegt, solange die Spuren und die Bilder kein Bildfeld haben, sollen die Bilder in dem Screen eingepasst werden. Ich habe das jetzt eingestellt und es wird sofort verändert. Jetzt sind es eingepasst. Stelle ich das in den Optionen um auf Ausfüllen, dann werden die Bilder, die keine Bildfelder haben, sofort ausgefüllt. Das wird nicht mehr über Steuerspuren gemacht, so wie früher, sondern diese Funktion, die ich wenn ich die umstelle, betrifft das alle Bilder, die auf diesen Spuren sind. Außer sie haben ein Bildfeld hinterlegt, dann nicht. Also ein bisschen anders wie früher, eigentlich auch praktischer als früher. So, Bildfelder kennen wir. Ich kann ein Bildfeld hinzufügen. Jetzt mache ich da ein spezielles Bildfeld und sage zum Beispiel 500 mal 500, also ein quadratisches. Und früher habe ich dann das mit Spuren verknüpft. Das kann ich immer noch machen, aber ich kann es auch mit Videos oder mit Bildern verknüpfen. Ich kann dieses Bildfeld also einfach auf ein Bild draufziehen und dann hat dieses Bild diese quadratische Einstellung. Also alles, was rechts und links ist, wird weggeschnitten, wenn Ausfüllen eingestellt ist. Also da kann ich sagen, es soll eingepasst werden oder es soll ausfüllen. Und das Clipping, wenn ich das ausschalte, ist da sichtbar, was drüber ragt. Wenn ich das einschalte, wenn es aktiv ist, wird alles, was über das Bildfeld drüber ragt, nicht mehr sichtbar. Und jetzt kann ich auf dieses Bild, so wie ich es kenne, Zoomfahrten, Kamerafahrten drauf machen und so weiter. Und alles, was da drüber ragt, ist eben nicht sichtbar. Soll das nicht da am linken Rand sein, ja, da muss ich mir halt ausrechnen, wo es sein soll. Soll es mittig sein, muss ich das mit den Pixeln, mit den Screenwerten ausrechnen, oder ich platziere es. So, jetzt wandert es 100 Pixel nach rechts zum Beispiel und jetzt wandert es 100 Pixel nach unten. Ja, ganz egal, wo ich das haben will, muss man es nur ausrechnen und die dementsprechenden Werte da hinterlegen. Kann natürlich auch mit einem Video sein, dann läuft in diesem Fenster ein Video. Es gibt auch die Möglichkeit der Bildfeldmatrix. Ich mache jetzt einfach mal 2x2, weil es schneller geht mit 10. 10. Das ist jetzt der Abstand zwischen den Bildern, sagt also immer genau 10 Pixel dazwischen sein. Und dann werden automatisch hier 2x2 Spuren, Bildfelder erstellt. Und auch da ist es nicht wie früher, dass ich da extra Bildfelder brauche, sondern ich kann das jetzt. Sieht ja jetzt doch an, so geht es da dazwischen, dann wird jetzt da dazwischen ein Bild eingefügt, eine neue Spur stellt. Und jetzt ziehe ich diese Bildfelder so, auf die einzelnen Bilder drauf. Es kommt auch immer der Hinweis von links her, was passiert. Es wird ein Bildfeld zugewiesen. Und das kann ich jetzt mit diesen vier Bildern machen und ich brauche keine eigene Spur dafür, sondern ich spare mir diese Spuren. Rein theoretisch kann ich ja die Bilder mit den Videos direkt auf einer Spur überblenden. Das heißt, für das Video habe ich früher schon zwei Spuren gebraucht. Und jetzt könnte ich die Überblendung gleich mit, so, jetzt schaut das Werkzeug wieder ein, könnte das gleich auf einer Spur machen. Ohne dass ich jetzt eigene Ton, eigene Video und eigene Bildspur brauche. Das heißt, das Projekt wird viel schlanker und viel übersichtlicher und ich kann da viel mehr auf einzelnen Spuren arbeiten. Eine Spur würde ich aber trotzdem vielleicht von dem ausklammern. Ich füge jetzt eine Spur ganz bewusst hinzu und markiere sie hier mit diesem Button. Und wenn ich jetzt nur die Taste M drücke, wird ein Positionsmarker erstellt und zwar genau auf dieser Spur. Das braucht man, wenn man da diese Taktung machen will mit dem
Positionsmarkern ist etwas, was ich nicht mache, aber manche machen das. Das war jetzt das Falsche. Oder ich drücke Shift M, dann wird automatisch ein Pausemarker erstellt an der Stelle, an der der Locator ist und auf dieser markierten Spur. Und diese Spur würde ich oben lassen und die würde ich dann nur für die Marker verwenden, weil das ist ein bisschen übersichtlicher. Die Spur oben fixieren kann man im Moment noch nicht, aber der Christoph Hilger hat mir versprochen, dass das kommen wird, dass man wieder eine Spur theoretisch oben markieren, fixieren kann für die Markerspuren. Das ist ganz geschickt. Weiß nicht, wer das im Link 7 verwendet hat. Ich habe das ganz viel verwendet. Das soll aber wieder kommen. Gut. Für die Kurvenanimationen fehlt uns noch etwas ganz Wichtiges, was jetzt gerade ganz neu ist. Dazu gehe ich jetzt wieder in den Dateibrowser und Bilder. So, und da gehe ich jetzt lang gerade und ziehe ich da rein. Zack. Lege da meine Landkarte her. So. Was bis jetzt gefehlt hat und was jetzt, ich glaube, aber noch in der Beta-Version gibt, noch nicht in der ganz offiziellen, soll aber in den nächsten Tagen, wenn es es nicht gibt, kommen, sind die Animationen. Die sind hier jetzt drinnen in der Registerkarte, Animationen im Mediapool. Waren sie früher auch. Da kann ich im Bereich Mausklick eine Animation hinzufügen. Und die ziehe ich jetzt nicht mehr auf ein Objekt drauf. Da kommt sofort der Hinweis, falscher Medientyp. Also ich kann das nicht ersetzen. Ein Bild kann ich nur mit einem Bild ersetzen. Das kann ich machen wie früher, aber ich kann diese Animation als eigenes Objekt auf die Timeline ziehen und da ist die Ebene wieder wichtig, von oben nach unten. So, und jetzt habe ich hier die Animation und kann sie auf meiner Landkarte platzieren, so wie ich das möchte. Wichtig ist, dass sie hier aktiv ist, dann kann ich es da verschieben. Ich habe hier so, schon daneben geklickt. Kannst du jetzt ein bisschen größer machen, Bernhard, vielleicht? Ja, Entschuldigung, ich mache es ein bisschen größer. So. Und ich habe diese Bézier-Anfasser und kann da sehr schön meine Route gestalten. Ich kann einen Doppelklick auf die Route machen und neue Knotenpunkte hinzufügen. Automatisch steht man auch vom Start am Ende Ziel. Ich kann diese Knotenpunkte anklicken und dann habe ich die Eigenschaften von den Knotenpunkten da. Und da könnt ihr jetzt beim Text statt Start was anderes reinschreiben. Ausgangspunkt, bla bla. Zack. Man kann sagen, wo es platziert soll, werden so links daneben, oben, unten und so weiter. Ich stelle jetzt zum Beispiel mal auf unten, damit man sieht, was da passiert. Das kann ich beim Ziel machen, das kann ich aber auch bei diesen einzelnen Punkten machen, dass ich die beschrifte und mit einem Namen versehe. Wenn ich die Route anklicke, kann ich in den Eigenschaften die Route verändern. Also ich kann da eine Standardschrift hinterlegen. Diese Standardschrift, die da hinterlegt ist, haben dann alle Punkte. Ich kann aber bei den einzelnen Punkten sagen, okay, ich möchte für diesen Punkt eine individuelle Schrift und hat dieser Punkt eine andere Schrift. So, jetzt klicke ich wieder die Route an. Es gibt Linie 1 und Linie 2. Warum das? Das ist eher so eine Spezialfunktion, wenn man zum Beispiel eine Straße haben will. Das hat man ja, haben manche in den Links 7 gemacht, dann brauche ich zwei Linien, eine strichlierte und eine normale. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich braucht. Meistens reicht wahrscheinlich eine Linie. Ich lasse jetzt einmal bei der einen. Da kann ich da die Farbe verändern und anpassen. Und ich kann hier die mit dem Schieberegler die Stärke anpassen, je nachdem, wie ich das haben will. So. Wenn ich es strichliert haben will, dann kann ich da Werte eingeben, ich gebe jetzt einmal 10 Zähne und die erste Zahl betrifft den Strich, die zweite den Abstand und wenn ich da auf das Fragezeichen zum Beispiel drauf biege, dann kriege ich Hinweise, was mit diesen Werten passiert. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel 30 Zähne eingebe, wie empfohlen da in diesem Hilfedings, dann werden die Striche ein wenig länger, dann sind es weniger Punkte, sondern wirklich mehr Striche. Und sagt, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, da auf das Fragezeichen klicken und dann kriegt man einen Hinweis, was genau passiert mit diesen Werten, die ich hier eingebe.
Ich kann auch noch entscheiden, was das für ein Symbol sein soll. Ich kann die Größe des Symbols verändern. Ich kann auch die Farbe, die kann ich jetzt wieder individuell lassen. Das heißt, das kann ganz was anderes sein als die Linie. Ob das jetzt wirklich so sein muss, ja, das ist Geschmackssache. Ja. Gut. Was man noch machen kann, jetzt muss ich mir überlegen, dass ich es richtig mache. Im Dateibrowser gibt es dann noch eine Registerkarte. Wer genau geschaut hat, hat es vielleicht schon entdeckt, nämlich mit den Symbolen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch Transportsymbole. Ich nehme jetzt das K und das muss ich hier draufziehen, unten im Media Pool auf die Animation. Und dann ist statt der Pfeilspitze bei dieser Animation ein Auto hinterlegt. So, jetzt muss ich dieses Hagel da wegnehmen, mit an der Linienspitze ausrichten. Und das Auto ist in einer vernünftigen, schaut in eine vernünftige Richtung. Und jetzt kann er dieses Auto zum Beispiel auf der Route fahren. Der Rest ist so, wie es war. Da bei der Einblendung wird als erstes das Symbol eingeblendet, eben die Pfeilspitze oder jetzt halt das Auto. Und zwischen den, ab dem ersten Knotenpunkt, da beginnt, also nach der Einblendung, beginnt die Route zu laufen. Und die läuft bis zum letzten Knotenpunkt, da ist sie fertig. Wenn ihr das zusammenschiebt, dann ist die Route halt dementsprechend schneller. Ja, will ich, dann wird sie ausgefädelt am Schluss mit der Ausblendung. Will ich, dass das länger stehen bleibt, dann kann ich diese Ausblendung länger machen und dann bleibt das am Schluss stehen. Und dann könnte ich zum Beispiel mit einem Bild überblenden. Zack, und so weg von Route und Karte blenden. Das wäre die Animation, die jetzt, wie gesagt, ganz, ganz neu ist und jetzt in diesen Tagen gerade ganz offiziell erscheint. Ich glaube, wie gesagt, im Moment ist sie nur in der Beta-Version. Es kann aber jetzt nicht mehr so lange dauern, bis sie ganz offiziell draußen ist. Funktionieren. Soweit ich sie getestet habe, funktioniert sie. Gut, ja, vielleicht noch ein, zwei Dinge, die sich verändert haben. Das betrifft jetzt ein paar Befehle. Bis jetzt waren wir gewöhnt, dass wir F5 klicken, damit der Screen groß wird. Das ist jetzt Steuerung P. Mit noch einmal Steuerung P wird der Screen wieder klein. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man F5 und Escape gewohnt war. Das ist nur ganz wichtig zu wissen. Ansonsten ist noch der Export interessant. Die wichtigste Einstellung beim Export ist sicher das Video erstellen. Das meiste wird man ja wahrscheinlich eher aus der Timeline präsentieren. Ist absolut empfehlenswert aus der Timeline, wenn man immer nur Änderungen machen kann. Exe-Version, wenn die Frage kommt, die gibt es noch nicht, wird aber kommen mit einem eigenen Wings-Player. Das wird nicht das Exe, sondern das Wings-Präsentationsprojekt abgespielt, damit man Betriebssystem unabhängig ist, wenn man ja jetzt schon das Problem hat, wenn man zum Beispiel Wings 2 Exe-Dateien abspielen will, dann geht es auf einem modernen Betriebssystem nicht mehr. Und wenn da ein Wings-Player hinterlegt ist, dann hat er die Möglichkeit, später mal den Player einfach abzudaten und dann kann man alle Links-Präsentationsfiles später wieder abspielen, indem eben dieser Player abgedatet wird. Das wird jetzt demnächst auch kommen, das Bild noch, das hat man nach hinten geschoben, weil man gesagt hat, das braucht man jetzt nicht gleich auf der Stelle, weil ich kann ja jederzeit im Vollbildmodus mit STRG-B präsentieren. Ich habe das Problem nicht, dass ich da einen Dongle vergessen kann für mein Zweitgerät, da haben wir am Standrechner erstellt, am Laptop präsentiert. Ich kann mit meiner Links-Lizenz ja auf zwei Rechnern parallel arbeiten, muss keinen Dongle umstecken. Habe einen dritten Rechner, ja, da muss ich einer der beiden anderen Rechner abmelden und das Wings auf einem dritten anmelden, so ähnlich wie das mit der Dove ja auch funktioniert. Was eben noch wichtig ist, ist die Funktion da mit dem Video erstellen. Das ist aber fast selbsterklärend mittlerweile, da gibt es nicht mehr allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Ich habe halt immer die Entscheidung zwischen 25 und 30 Bildern, das Dilemma kennen wir, zwischen PAL und NTSC. Man orientiert sich daran, was das Ausgabemedium ist der Fernseher oder ist der Beamer. Das macht halt leider einen Unterschied.
Und natürlich ist es auch abhängig davon, wie ich selbst gefilmt habe. Habe ich mit 25, 50 oder mit 30, 60 Frames gefilmt. Ansonsten habe ich noch die Entscheidung, mit welcher Qualität ich es machen will. Ich will ja sehr hohe Qualität mit hoher Bitrate, stelle da einfach auch sehr hoch. Bei niedrig, vielleicht aber bei komplexen Übergängen, bei normal, kann es sein, dass in den Überblendungen dann Schlieren entstehen. Habe ich so Schlieren, dann liegt es daran, dass die Bitrate zu niedrig ist, dann entweder auf hoch oder auf sehr hoch stellen. Das ist aber wirklich nur bei bestimmten Übergängen, wo das vielleicht ein Problem sein kann. Wenn man das aufhört, dann noch einmal rendern und hier eine höhere Qualität einstellen. An und für sich sind die Codecs die modernsten, die es im Moment gibt. Die Videoqualität ist 1A, die da rauskommt aus den Wings. Standard wäre im Moment MPEG-4, H264. Wer schon neuere Grafikkarten hat und das da spielt, das, der nächste Standard wird dann H265 sein. Geht natürlich von Wings her auch. Gut, das war jetzt so im super Schnelldurchlauf, eher ein bisschen länger als eine halbe Stunde, aber ich denke so, im Großen und Ganzen sollte ich nichts vergessen haben, das Wichtigste abgedeckt haben, das da in Wings drinnen ist. Ich denke, es wird Zeit für eine Fragerunde. Ich glaube, im Chat steht ein bisschen was drinnen. Ja, das habe ich schon dazu geschrieben. Okay, passt, weil ich da jetzt natürlich keine Zeit gehabt zum Schauen. Also wenn du das schon abgehandelt hast, ja. Passt das? Zwar die Version 1.3 wird seit heute zum Runterladen, genau, sollte beides schon drinnen sein. Okay, dann habe ich nämlich gar nicht eine Beta-Version, weil ich habe nämlich heute ein Update gemacht, ich habe dann jetzt nicht mehr geschaut, ob es eine Beta oder eine normale ist. 1.3, ja. Ja, hast du schon, super. Das ist gar nicht mehr Beta, das heißt, die Animation geht jetzt auch schon. Ganz in der offiziellen Variante habe ich jetzt gar nicht mehr geschaut, habe ich heute das Update gemacht. Also das, was ich euch gezeigt habe mit der Animation, sollte jetzt mit einem Update dann auch schon funktionieren. Gibt es mal Fragen von eurer Seite? Ja, ich habe eine Frage an den Bernhard. Ja, bitte. Und zwar, ich habe auf meinem Apple, also von iMac, Tier Show erstellt und habe auch im Wohnzimmer einen sehr schönen 4K-Fernseher stehen, einen modernen, und kann im Grunde genommen ja direkt das über den Player rüber streamen am Fernseher mit AirPlay, mit Apple AirPlay. Geht im Grunde genommen, nur ist die Show irgendwann einmal dazwischen stehen geblieben. Die ist nicht mehr weitergelaufen. Und jetzt weiß ich nicht, gibt es da in Zukunft dann direkt einen Player, wo ich es direkt am Computer laufen lassen kann und auf dem Fernseher rüber streamen und dass das ohne Probleme funktioniert? Da würde ich gerne antworten, Bernhard, wenn es recht ist. Ja, und zwar ist es folgendes, diese Apple AirPlay-Geschichte ist nicht für Hardware-Rendering gedacht. Das ist gedacht, dass du einfach ein Video rüber streamst. Du müsstest einfach ein Video machen und das kannst du ohne Probleme rüber streamen. Da wird nämlich in Echtzeit über die Grafikkarte wahnsinnig viel drüber transportiert und das schafft es in 4K natürlich nicht. Ja. Aber das hat mit Wings an und für sich nichts zu tun. Render mal ein Video, Peter, und dann schau mal. Weil ich die jetzt gerade dran habe, du bist ja Apple-Anwender, es gibt jetzt eine Apple-Lizenz, also seit Wings X, das heißt eine native Apple-Version. Du hast ja schon die erste Show damit gemacht, wie ist du damit gegangen? Du bist ja komplett ein Neuling, du hast ja vorher mit Wings noch nie was zu tun gehabt. Muss ich sagen, sehr gut ist man damit gegangen. Also die Software ist, wo ich sehr loben muss, ist extrem übersichtlich und teilweise so selbsterklärend und vor allem die Videos, die es dazu gibt, wenn man Neuling ist, sind ganz optimal. Also da wird wirklich alles erklärt und da gibt es Video zum Abwinken. Also das ist wirklich fein. Also da können Sie schon andere Beispiele nehmen. Und ich komme schon relativ gut zurecht damit. Ein paar Sachen fehlen mir natürlich, weil ich habe die Echo-Version, die ganz kleine. Ja, da fehlt einiges. Ich würde einen Weichzeichner haben wollen, den habe ich leider als Filter nicht, als Echtzeiteffekt. Gut, okay, dann muss ich mal, ich habe heute einen Ausflug ins Photoshop gemacht und habe ein weichgezeichnetes Foto drüber gelegt mit der dementsprechenden Einblendspur. Ne? Das geht, also man kann einen Workaround machen. Mhm. Aber vielleicht wäre irgendwo, aber ich habe gesehen, bei viel mehr Effekten muss man schon auf die Advanced updaten und das ist schon relativ teuer dann, wenn man es als Privatanwender benutzt. Okay. Ich würde den Peter Zwischenfrage stellen.
Du hast gesagt, es gibt Erklärvideos. Sind die nur, sind die auf Deutsch oder Englisch oder wie sind sie? Sind auf Deutsch. Auf Deutsch, ich habe jetzt nur mal meinen Bildschirm freigegeben, weil ich möchte euch da jetzt noch ganz schön was zeigen. Ihr könnt ihm hier direkt zu den Videotutorials wechseln. Das ist da bei den Fragezeichen, dann gehen die Videotutorials auf, die hat der Christoph Koch gemacht, die sind auf Deutsch. Okay, super. Das hat er recht gut gemacht, bin ich sehr zufrieden mit dem, was er da produziert hat. Sind gut erklärend. Noch ein paar Fragen, die im Chat gerade auftaucht sind. Wenn ich auf das Info klicke, da hat irgendwer jetzt das mit der lokalen Lizenz gesehen. Das hat den Hintergrund, ich kann es auf zwei Rechner installieren, aber nicht auf mehr. Also ich kann es auf einen dritten theoretisch installieren, aber nicht freischalten, weil ich es schon auf zwei Rechner aktiviert habe. Wenn ich jetzt einen dritten Rechner brauche, dann gehe ich daher und sage, lokale Lizenz entfernen. Nein, ich mache das jetzt natürlich nicht. Dann wird das Links auf diesem Rechner abgemeldet und ich kann es auf einen dritten Rechner, der dann ja wieder der zweite ist, aktivieren. Und so kann ich quasi einen anderen Rechner freischalten, indem ich auf einem Rechner die lokale Lizenz entferne, auf einem von meinen zwei gehen ja parallel. Apropos Rechner. Dann war die Frage, was ist, wenn die Animation fehlt, dann liegt es vielleicht daran, dass es noch nicht angezeigt wird, dann klickt es da unten mit der rechten Maustaste in den Media Pool und wählt Animation aus. Ah ja, Bernhard, was bedeutet das, wenn der Spurkopf gelb markiert ist? Naja, das hat dass diese Spur aktiv ist, das ist fürs Folgeobjekte verschieben Werkzeug wichtig. Das kennen Sie von früher, die kann dann mit der rechten Maustaste alle Spuren selektieren und dann wird, wenn ich das Folgeobjekte verschieben Werkzeug verwende, das ist gestern oder mit der Taste F, alles auf den markierten Spuren, was rechts davon beginnt. So. Okay. Jetzt ist diese Markierung wichtig. Gut. Das war das. Animation. Jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Das war nämlich nur was ich gerade beantworten wollte. Musikbearbeitung war nur eine Frage, Bernhard. Ja, nein, es wird nur etwas anders. Ja, frühere Projekte im Wings. Wer Wings 7 Projekte hat kein Problem. Bei Wings 5, 6 und so, das geht nicht. Das muss man einmal als Wings 7 abspeichern. Das geht aber ganz normal mit der Demo-Version. Da kannst du das Wings 7 Demo installieren, kannst das Projekt aufmachen und wieder speichern. Und dann habt ihr hier im Wings X die Möglichkeit, dieses Wings 7 Projekt in ein Wings X umzuwandeln. Jetzt, wenn die Animationen gehen, jetzt kann man dann das guten Gewissens machen. Wer vorher Animationen drinnen gehabt hat, das hat noch nicht funktioniert. Ob das jetzt hundertprozentig fehlerfrei mit den Animationen schon funktioniert, weiß ich nicht. Das ist ja ganz brandaktuell seit heute. Deswegen muss man das noch ein bisschen austesten, aber dann für sich funktioniert das auch sehr gut, diese Umwandlung von alten Wings 7 Projekten in Wings X Projekte. Da wird schon einmal drüber gehen müssen und ein bisschen nacharbeiten müssen, aber mittlerweile funktioniert das relativ gut. Es ist noch eine Frage zu den Die Tonlautstärken war noch ein Thema. Ja, natürlich, diese Audio-Peak-Search gibt es noch. Man muss wieder die lauten Teile raussuchen, kann den Pegel absenken zum Anpassen. Ich kann einzelne Musikstücke Audio-Peak-Search machen. Dann wird die Audio-Peak-Search zum Beispiel nur von dem selektierten Objekt gemacht und dann wird mir auch die lauteste Stelle angezeigt. Und wenn ich da einen rote Felder drinnen habt, dann ist es der Hinweis, dass dieses Musikstück massiv übersteuert und dass ich es runterregeln muss. Und wie gesagt, der Locator springt dann an die Stelle, die das Problem ist, die lauteste Stelle. Und dort kann ich das machen. Ich kann es jetzt auch gleich da drinnen machen und den Pegel anpassen. Was es auch wieder gibt und was jetzt die aktuellsten Plugins sind diese Audio-Plugins, die gibt es jetzt wieder, die funktionieren auch gut. Wer sich damit auskennt, das ist ja ein eigenes Thema für sich. Die stehen jetzt wieder zur Verfügung und kann ich wieder verwenden. Und wer gefragt hat, natürlich kann ich auch Audio-Loops und sowas machen. Das funktioniert jetzt auch viel einfacher direkt in den Objekten drinnen.
so unter der Wiedergabe, da kann ich es asynchron spielen, ich kann es asynchron loopen und so weiter, ohne dass ich ganze Spuren dafür brauche. Früher brauchte ich ja der eigene asynchrone oder Loop-Spuren, Audio-Loop-Spuren, das spare ich mir jetzt, das kann ich jetzt für jedes Objekt individuell einstellen. So. Das wieder. Ich hoffe, ich habe dir jetzt die Fragen beantwortet. Nein, es gibt schon ein paar Fragen. Ja, Takt automatisch wird nicht gefunden, weil was ist der Takt? Das ist ja aber, geht man auf 1, geht man auf 2. Das kann ja auch sehr was Unterschiedliches sein. Deswegen, nein, gibt es nicht. Muss ich noch Gehör und selber machen, je nachdem, auf was ich das machen will. Wie gesagt, ich muss sie nicht auf die 1 machen, kann sie auf die 2 oder irgendwas anderes machen. Es ist nur ein Fragepunkt der Hardware. Und zwar empfohlen werden 16 GB RAM und 4 GB auf der Grafikkarte. Also Wings ist weit nicht mehr so performancehungrig wie in den vorigen Versionen. Aber natürlich, nachdem in Echtzeit berechnet wird, ist einfach eine vernünftige Grafikkarte und 16 GB RAM wie bei vielen anderen Bildbearbeitungs- oder Videoprogrammen sinnvoll. Und wenn ich natürlich ganz, ganz eine schnelle SSD habe, wo die Projekte drauf sind, und es kommt auch darauf an, wie viel Video ich habe. Je mehr Video ich habe, also meiner Schub, umso stärker darf die Hardware sein. Programm und Projekt auf derselben SSD? Das wird sinnvoll sein, wenn das Projekt auf einer eigenen SSD ist, ist aber prinzipiell egal. Aha. Dann. Ja, welche Versionen gibt es, hat man ja gefragt. Das hat sich nicht verändert. Diese Versionen gibt es wie immer von Eco, Starter, Advanced und Pro-Version. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist noch nicht, weil sich da ein bisschen was verändert hat, natürlich weiß ich nicht so ganz auswendig, was in welcher Version freigeschalten ist. Die Starter ist eigentlich schon unglaublich mächtig mit der Basic, wie der Peter es gesagt hat, würde ich persönlich jetzt nicht auskommen. Erfahrungsgemäß ist es trotzdem so, dass die meisten bei der Advanced-Version landen. Also alle, die wirklich anspruchsvoller programmieren mit vielen Spuren und so. Warte, Bernd, teilt schon mal meinen Bildschirm. Ich habe so eine kleine Übersicht von die Versionen. Ja. Viele Vortragenden, die wir beim Festival oder im Audimax oder so haben, die würden vielleicht wahrscheinlich mit der Starter auskommen, aber das hängt dann natürlich immer mit den eigenen Ansprüchen dran. Also ja. 3 Spuren in der Eco, 6 in der Starter und dann bei Advanced und Pro habe ich vor allem noch viel, viel mehr Funktionen. Wenn jemand sehr tonaffin ist, VST-Plugins, kriege ich dann in der Pro-Version rein, aber so ja, wie der Bernhard. Die ganzen Loops, Audio-Loops und dann viel mehr Effekte und so. Also da ist dann auch der große Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen. Und es gibt natürlich vergünstigte Updates für Leute, die schon eine Version haben. Ich werde morgen noch eine Mail bekommen mit den ganzen Links und wo das genauer drinnen steht. Wir werden euch als kleines Goodie jetzt 5% auf den Listenpreis geben bei Bestellungen bis zum 10. Februar. Und wenn dann jemand noch ein Seminar bucht, wir haben eine totale schöne Seminarreihe wieder vorbereitet, da gibt es dann auch nochmal 15 Euro Rabatt. Also wenn ihr jetzt Update plus Kombi, da wollen wir euch ein bisschen helfen. Wir sind natürlich jetzt auch dabei, alles auszuprobieren. Ich habe mein Matera-Show auch schon auf Wings X programmiert. Das hat super funktioniert. Ich war eigentlich sehr, sehr angetan im Dezember schon. Also die Version ist sehr, sehr stabil. Und ja, also man merkt richtig, dass da was weitergeht. Und der Christoph Koch und der Christoph Hilger sind ja da sehr, sehr engagiert. Und für die, die nicht wissen, die beiden sitzen in Oberösterreich. Das ist ein österreichisches Produkt, wo man tatsächlich noch mit den Leuten reden kann, die das programmieren. Das ja, gibt es noch. Der Füß ist jetzt leider hin und wieder ein bisschen abgehakt. Ich hoffe nicht nur ja. Bei mir. Man muss aber du sagen, auch schon, ja. Dass der Karl beruflich gerade nicht in der Fotoschule ist. Also ein bisschen in der Provinz mit einer schlechteren Internetverbindung. Ich hätte noch ganz kurz was zu dieser Übernahme von Wings X, von Wings 7 auf Wings X. Ich war derzeit aktuell, wir müssen eine Schau übernehmen. Geht tadellos, man muss eins aufpassen, wir müssen in den Eigenschaften die Steuerspuren, weil ich InScreen die Ding gemacht habe im 7, die muss ich mal wegblenden, weil sonst passen die Positionen und so weiter nicht. Das muss ich neu machen, aber ansonsten funktioniert das ganz tadellos. Das ist sehr fein. Sehr die Steuerspuren ist klar, weil das Prinzip massiv verändert hat. Da kann natürlich sein, dass man nacharbeiten muss. Ja. Also, ich weiß, ja.
Entschuldigung, ich würde gerne auf die Starter-Version also noch upgraden. Ja, gerne, das mache ich da, gell? Eine Aktion? Irgendwas noch? Ja, es gibt jetzt 5%. Ah, super. Hm. Mache ich da morgen gleich. Übrigens, wenn ihr bestellen möchtet, geht es am besten mit dem Bestelllink, der ist da in dem Dokument und werde ich euch morgen auch noch zukommen lassen. Dann bestellt ihr quasi, also ihr wundert euch nicht, ihr registriert euch beim Stumpfl, aber wir bekommen dann quasi unsere Provision, aber für euch wird das Produkt nicht teurer. Im Gegenteil, ihr kriegt jetzt auch diesen kleinen Rabatt, den wir jetzt von unserer Spanne gerne geben. Also da, das würde uns sehr helfen, wenn ihr uns da in der Weise unterstützt. Bezahlen bei der Fotoschule dann? Genau, du kriegst dann von mir ganz normale Rechnung. Also wenn ihr dann bestellt habt, wird das sofort freigeschalten. Was auch der große Unterschied, ihr könnt es auf zwei Rechner nutzen. Also weil früher war das mit dem Dongle und so weiter immer mühsam. Und ihr meldet sich einfach an und dann ist es wirklich völlig problemlos. Ja, weil ich brauche halt nämlich so ein, zwei Spuren mehr noch. Also mit fünf Spuren wäre ich schon das Auslagern finden. Gerne, Peter, gerne, gell? Ja. Gut, sonst noch Fragen in der Runde? Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Hört ihr mich überhaupt? Ja, ja, sehr gut. Ja, wir hören dich sehr gut. Und zwar, ich bin schon seit langem Bing 7 Besitzer und das Tolle war beim Bing 7, da konnte ich die Fenster verschieben auf einen zweiten Bildschirm. Ja, das geht immer. Media Pool. Und das ist unheimlich lästig beim Wings X, dass das noch nicht geht. Ich hoffe, dass das noch kommt. Oder kommt das nicht mehr? Na, da gibt es eine Funktion, die heißt Media Pool in eigenem Fenster öffnen. Und dann geht es. Ja, das ist aber nur der Media Pool. Ich hätte aber auch gerne die anderen Fenster genauso. Die Werkzeuge und die Vorschau und das alles. Also du möchtest die Oberfläche freikonfigurieren? Das Storyboard zum Beispiel wäre mir sehr wichtig, wenn ich das auf einem zweiten Bildschirm... Ja, das kommt auf alle Fälle. Also das habe ich, also das können wir gerne anregen. Und also ich arbeite im Gegensatz zum Bernhard sehr gerne mit dem Storyboard. Ich bin in meiner Matera-Show das so gemacht, dass ich quasi das in Sequenzen programmiert habe und hab dann, also die Kapitel ist jeweils ein eigenes Storyboard und ich springe dann quasi zwischen den verschiedenen Kapiteln hin und her. Es ist auch gedacht, dass man das in Zukunft entweder auf ein iPad oder auf ein Tablet legen kann und da kann man bei der Präsentation quasi über die Trigger das Ganze übers Tablet auslösen. Also da sind noch einige Sachen in der Pipeline, aber das mit dem frei konfigurierbaren Fenster werden wir anregen. Ja, das wird auch sicher kommen, weil das haben sie immer gesagt, aber da wird die Priorität jetzt nicht gegen sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das noch gar nicht so aufgefallen, weil ich eigentlich nur den Screen auf den zweiten Bildschirm schiebe und den Rest drauf. Wird aber sicher kommen, ja. Weil es ist ja sehr praktisch, wenn nur die Timeline auf einem Bildschirm ist, da kann ich viel mehr Spuren, kann ich da öffnen und auch, muss ich nicht immer hin und her schieben. Ja, das stimmt, ja. Weil das ist mir ist nämlich genauso gegangen, wie gesagt, ich habe jetzt auch intensiv damit gearbeitet und dann natürlich findet man sofort, das wäre jetzt noch besser. Aber man war jetzt einmal, es war das große Bestreben, dass man jetzt einmal sagt, okay, man schaut einmal, dass man auf den Stand kommt von Wing 7 und jetzt geht man ins Feintuning. Die Leute, die jetzt vielleicht dann nach der Pandemie schon länger nichts von Stumpfl gehört haben, die AV-Abteilung wurde ja aufgelöst und die zwei Christophs sind quasi jetzt noch übrig geblieben und die Wings-Abteilung, die aber sicher weitergehen wird und die natürlich jetzt mit voller Energie sich diesem Thema widmen können. Man hat auch diese ganze professionelle Linie, die heißt jetzt Pixera, komplett abgespalten. Das heißt, jetzt hat der Christopher wirklich richtig viel Zeit für die HDRV-Version. Und ja, also was wir gesehen haben, geht da wahnsinnig viel weiter. Und auch diese native Apple-Version ist natürlich ein großer Fortschritt. Zuerst hat dann auch jemand noch gefragt, also wie das mit, ob jemals gedacht ist, dass es eine Videostabilisierung im Wings X geben wird, weil das ein Mitbewerber hätte. Aber das ist so ein spezielles Thema und ein kleiner Hersteller kann das nicht leisten. Also da kann man über DaVinci Resolve oder Adobe Premiere gehen und sich dort wirklich einen gescheiten Stabilisator kaufen. Wenn ich mir jetzt einen Stabilisator kaufe, dann kostet der wesentlich mehr, wie zum Beispiel nur die Pro-Version von Wings X. Also und sowas selber zusammengeschustert, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also lasst euch da bitte nicht vom Marketing-Sprech dann vielleicht irgendwie verunsichern. Okay. Das wäre schön, wenn das alles... Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte.
wie sieht das aus, wenn ich jetzt Videos habe und die nicht komplett, sprich Videoschnitt, ist das in Wings selbst möglich oder muss das mit einem extra Programm gemacht werden? Also wenn du jetzt keinen anspruchsvollen Videoschnitt hast, kannst du das alles im Wings Platinum machen. Wenn du wirklich Videos schneidest, also Wings ist keine Videoschnittsoftware. Naja, da muss ich jetzt einhaken. Es kommt jetzt darauf an, worum geht es dabei. Also Videos schneiden und anzupassen, das ist kein Problem. Aber das ist wie mit dem Fotos, Videobearbeitung, das ist so wie mit dem Stabilisieren. Wings ist eine Präsentationssoftware und keine Bearbeitungssoftware. Die Fotos bearbeite ich mit Photoshop und mit Lightroom. Und die Videos bearbeite ich mit was auch immer, mit DaVinci, mit Premiere oder sonst was. Das Schneiden an sich dann und aufeinander abstimmen, das geht schon im Wings, genauso wie ich das mit den Bildern mache. Also ich kann es natürlich abschneiden, verlängern, Bitrate verändern oder so, aber so diese ganzen Spezial-Videoschnitt- oder Bearbeitungsfunktionen, die gehen im Wings nicht. Es kann schon sein, dass das andere oder eine oder andere noch dazukommt. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Das können der Füßchen, die ja jetzt nicht beantworten, weil wir nicht die Programmierer sind. Also was da in Zukunft vielleicht dann noch alles kommt, können wir jetzt natürlich nicht hundertprozentig sicher sagen. Aber Wings ist eine Präsentationssoftware und keine Bearbeitungssoftware. Aber ich möchte vielleicht den Spieß nochmal umdrehen, das ein bisschen von hinten aufziehen. Also für nicht versierte Videoschneider ist das Wings X natürlich oder auch das Wings 7 sehr, sehr leicht zu bedienen. Denn Wenn ich jetzt mit DaVinci Resolve oder mit Adobe Premiere arbeite, habe ich natürlich eine gewisse Lernkurve. Es kommt darauf an, wie sind meine Ansprüche. Ich kenne viele Leute, die halt einfach ihre Reiseshows, die Videos, alles im Wink schneiden und damit sehr happy sind. Aber jemand, der natürlich große Ansprüche hat, dem wird, wie der Berner gesagt hat, mit der Bildbearbeitung. Ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar, es gibt einen, ich kann das einstellen, dass ich einen Player habe für Video anschauen, dass ich vom Explorer aus das Video anschauen kann. Ja. Gibt es auch sowas, dass ich Bilder schnell anschauen kann? Beim Wink 7 musste ich nur mit der Maus... Ja, das habe ich vorher gezeigt. Dann wurde das groß angezeigt und das kann ich jetzt nicht mehr. Doch. Wenn mit der rechten Maustaste gibt es einen Befehl, also, im Standard-Browser anzeigen. Also ich kann es nur im Vorschaubild anschauen. Ja, aber so mit aber der rechten Maustaste, dass es größer wird. Ja, dass es den ganzen Bildschirm gibt. Ja, nein, diese Funktion gibt es nicht mehr, zumindest im Moment nicht. Aber bei Wink 7 hat es das gegeben. Das ist richtig, ja. Oder wenn ich das zum Beispiel auch nur anklicke und zum Beispiel mit dem, mit einem normalen, also Irvan-View zum Beispiel öffnen könnte, so wie die Videos, die kann ich ja öffnen mit dem Windows Media Player zum Beispiel. Ja. Aber die Bilder leider nicht. Das geht, und zwar, ich schaue gerade noch, das funktioniert auf alle Fälle. Du kannst in den Optionen einen Editor hinterlegen. Ja, das ist bei mir der Photoshop, aber das dauert mir zu lange immer. Bis da muss ich das immer wieder schließen und so hin und her. Also das ist. Ja, man könnte natürlich statt im Photoshop was anderes hinterlegen. Ne, wie den. Nein, warte, ich zeige das schnell. Ich gebe noch schnell mein Bildschirm frei, eine Sekunde. Das ist nur schnell suchen müssen. Und zwar, ich gehe jetzt einfach hier mit der rechten Maustaste Datei in der Standardanwendung öffnen. Und da ist bei mir jetzt der Fast On Image Viewer. Das ist was Ähnliches wie der Irvan Viewer hinterlegt. Dann bist du sofort im großen Bild. Also rechte Maustaste, Datei im Standard, in der Standardanwendung öffnen. Das hinterlegst du einfach. Wichtig ist, du musst im Media Pool sein. Im Storyboard geht es nicht, gell? Okay, das muss ich mir anschauen. Und Werner, sonst schickst du uns einfach mal kurz. Also ich bin nächste Woche wieder im Büro, dann kann ich auch mal per Teamviewer schnell reingehen. Also und dir das zeigen, wenn du es nicht findest. Aber einfach rechte Maustaste Mediapool im Standardbrowser anzeigen. Okay, gut, muss ich probieren. Gut.
So, keine Fragen mehr in der Runde. Ja. Nein, aber ich muss, ja, sehr fein. Ich muss noch was lobend erwähnen. Ja. Und zwar für Leute, die nicht so gut sehen, muss ich sagen, die haben endlich einmal ein Programm, wo man die Schrift von Haus aus gut lesen kann. Also manche Programme sind ja ein Horror. Du hast riesige graue Flächen und eine gefutzelte Schrift. Das ist wie ein unterbeschäftigter Optiker, dass das geschrieben hat. Und da beim Wings haben sie wirklich eine sehr, sehr angenehme Schriftgröße von Haus aus. Du, Peter, das freust, das von dir zu hören, weil du dir ja mit dem Sehen nicht so leicht tust. Eben, richtig. Wenn man nicht so gut sieht, ist das natürlich doppelt so angenehm. Und das muss ich lobend erwähnen. Ja. Super, Peter. Jetzt so ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir in Wien und Wien-Umgebung, da haben es in 3 Wochen in etwa, findet das alles Leinwand-Festival wieder statt. Mit sehr buntem Programm, mit vielen Reise- und Abenteuerpräsentationen. Also wir werden den Peter Habeler als Highlight zu Gast haben. Wir werden die Christine Thümer, die Bestseller-Autorin, da haben. Es gibt Reportagen über Namibia, Australien, vom Alex Eischeit, der ist mit der Vespa von Alaska nach Feuerland gefahren. Die Seenomaden haben eine neue Präsentation, also ein recht buntes Programm. Es wird zwischendrin eine Live-Musik geben. Es wird ein kleinen Bazar geben, auch mit AR-Reisen, unserem Partner bei den Fototouren. Rainer und Christine sind ja heute auch online mit dabei. Die werden auch vor Ort einen Stand haben, wer da Fragen zu Reisen hat. Serk und Jette Restaurant wird das Catering machen, es wird Fotoausstellungen geben, also jede Menge buntes Programm auf allesleinwand.at findet ihr es. Es findet am 25. und 26. Februar statt, am Samstag, Sonntag im alten AKH. Super. Ich werde natürlich auch vor Ort sein, wenn ihr da Fragen habt, vielleicht nicht gleich in der Früh kommen wegen den Wings, weil da bin ich sicher angespannt und am Schauen, dass alles läuft. Wenn dann einmal alles im Laufen ist, dann habe ich sicher zwischendurch Zeit, über das neue Wings, über das Wings X zu plaudern. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen und vielleicht immer mit Rainer Skrobny von der AR oder weiß jetzt nicht, wer von euch dort sein wird oder ob der Rainer dort bis über die nächsten Reisen im nächsten Jahr plaudern, eine gute Gelegenheit beim Festival. Ich hätte eine Frage zu der Homepage. Ich bin gerade dringend Fotokurse. Macht ihr das Wings 7 Kurse auch noch? Na, Wink-7-Kurse gibt es leider keine mehr. Aber dann stehen nämlich unter Fotokurse Wink-7 und dann kommt man auf die Wink-6. Ja, ich weiß, das ist ein Bug in der Webseite, den ich habe. Ich suche den schon seit einem Monat. Ich muss fragen, ob man bei der Webfirma, bei unserer Webagentur anrufen, ich weiß. Ich weiß, das ist ja sehr gut gefunden. Normalerweise kriegst du jetzt schon ein Speckbrot zugeschickt per. Super, ja, nehme ich das durch. Schneckenpost. Aber zum Einsteigerkurs, ist das der einzige, den es macht? Nein, ich werde es sicher nur machen. Aber jetzt, das ist jetzt einmal der nächste. Okay. Wie viel ist noch frei? Den haben wir heute erst online gestellt. Das heißt, ich muss kaufen, Kurs belegen, dann kriege ich das volle Rabattprogramm. Oder? Genau, du kriegst 5%, also 5% und dann kriegst du noch 15 Euro Gutschein auf den Kurs. Super. Und die Info für den Ganzen, die schickst du morgen aus. Schicke ich euch morgen aus, gell? Danke. Super.